Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Boom Beach. Wir wollen heute wieder die letzte Operation zeigen. Wir schreiben mal schnell, dass wir sie aufnehmen. Vielleicht, dass noch YouTube gegrüßt werden kann. Ah ja, der Umlaut geht ja nicht auf der Tastatur hier. Alles klar. Okay. Dann wollen wir mal reinschauen. Nachher werde ich noch einen Angriff machen auf Dampf im Kessel hier. Und zwar mit Fackler. Schauen wir mal ganz kurz rein. Gut, hier oben gibt es also ganz viele Laser. Ein paar Kanonen und Schockwerfer. Ich werde mit Facklern hier circa auf 3 Uhr landen und den Kern dann einfach abheulen. Ganz klar. So machen wir das. Okay, jetzt aber zur letzten Operation. Das war Sackgasse. Machen wir zurzeit sehr viel und die Operationen laufen trotz Urlaubszeit wieder über. So kann sehr viel sabotiert werden. Okay. Hallo YouTube, schreibt Schripp, unser Chef. Juliane auch, klasse. Haha, danke, danke. Sehr schön, freut mich. Okay. Taffy hat Verzerrung zerstört, da schauen wir jetzt auf jeden Fall mal rein. War ein Solo-Angriff. Okay. Schaut sehr überschaubar aus. Sehr schön. 155 Kommandopunkte. Landen mit 3 Rauch. Sehr entspannt. Jetzt werden die Minen geräumt. Sehr schön. Während des Laufens. Kann nicht jeder. Kann nicht jeder. Sehr gut gemacht, Safi. Okay. Doppelrauch für den breiten Kern. Okay. Nochmal zurück und jetzt da drauf. Jetzt müssen die Schocks kommen. Okay. Kamen. Held wurde gezündet. Kritter zur Ableckung für die ganzen Bogenschützentürme. Und Kern ist down. Perfekt. Sehr schön. Hart aber herzlich. Angegriffen. Klasse. Freut mich. Gehen wir direkt zum nächsten Kern. Als nächstes schauen wir uns Axiom an. Unser Paddy hat den ersten Angriff gemacht. Okay, diese Base schaut schon anders aus. Mehr Dev ist dort. Als erstes schön den langen Weg freibomben. Okay, jetzt werden die Truppen gelandet mit Rauch wegen den Raketenwerfern. Sehr wichtig. Und wegen dem Laser. Ganz entspannte 3 Rauch. Jetzt wird es aber knapp. Okay, ein paar Ladies sind draufgegangen. Schade. Aber macht nichts, macht gar nichts. Okay, hier werden die Truppen gesammelt, damit der Held nicht abhaut. Okay, es gibt sogar noch einen Zwischenstopp. Kann man machen. Held läuft wieder vorne weg. Sergeant Briggs. Okay. Ein paar Abwehreinheiten wurden aktiviert, jetzt schon wieder. Aber die sind sehr weit weg vom Kern, von daher in Ordnung. Okay, Flair ist direkt über den Schockwerfer. Dort folgt jetzt auch ein Doppelrauch. Er wird jetzt hier mit den Zugas die Abwehranlagen rausnehmen, um dann ganz entspannt Platz zu schaffen für den letzten Angriff, beziehungsweise den nächsten Angriff, wo die Zugas dann auf den Kern losgehen. Jetzt sieht man auch schön, der Flammenwerfer direkt am Kern wurde als erstes mit zerstört, weil er markiert wurde, das heißt, weil er schon angerissen war, etwas angefangen zu zerstören. Kritter wurden hier sehr schön zur Ablenkung gesetzt. Okay, die Flammenwerfer, die waren schon hart jetzt. Die waren hart. Flair nach hinten. Und was passiert jetzt? Noch 8 Sekunden. Eine Pumpkanone ist down. Jetzt leider den Kern nicht ganz getroffen.
sondern Flare zu weit nach oben gesetzt. Und die Zookas sind alle weggebrutzelt worden. Schade, aber trotzdem stark. Viel einfach zerstört am Kern. War ganz gut. Okay. Nächster Angriff auf Axiom wurde von Murphy ausgeführt. Schauen wir mal rein. Auch hier wieder mehrere Rauch am Strand. So, jetzt wird spannend. Noch ein Rauch, okay. Schnell wieder reinflaren. Da war der Laser hart. Da war der Laser hart. Und die Raketenwerfer auch. Erhöhen wir etwas die Geschwindigkeit. Okay. Zookas gehen zum Kern. Sind gar nicht mehr so viele übrig, aber wir schauen mal, was er mit den restlichen Zookas schafft. Okay, Held ist noch dabei, konnte gezündet werden und dadurch auch einiges an Schaden. Jetzt ist der Held mehr weg. Fast die Hälfte vom Kern ist runtergekloppt. Okay. Nur noch ein Drittel vorhanden, sehr schön. Trotz der wenigen Zookas noch ordentlich Damage rausgehauen hier. Sehr schön. Jetzt nur noch ein Viertel, also drei Viertel vom Kern. Zerlegt. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Sehr, sehr gut. Okay. Und der Kern wurde dann zerstört, und zwar von OL. Das schauen wir uns natürlich an, ganz klar. Auch hier wieder. Gleich mehrere Rauch am Kern. Jetzt wird spannend. Wie geht's weiter? Sehr schön. Zookas schön zusammen nach oben bewegt hier. Gefällt mir. Auch in mehreren Etappen kann man schon machen. Sehr gut. Flair über den Kern. Jetzt wird spannend. Wie geht's weiter? Einige Zookas wurden weggebrutzelt. Okay. Aber gar kein Ding, Held konnte gezündet werden, Kern ist down, perfekt. So wollen wir das doch sehen, so gefällt uns das. Okay, jetzt zeige ich euch eine etwas schwierigere Base. Und zwar Manticore. Da sind rings um den Kern sehr viele Abwehranlagen. Die müssen natürlich alle zerstört werden, ist ganz klar. Gut. Fangen wir mit dem zweiten Angriff an. Der erste da wurde etwas getestet. Das wollen wir jetzt uns nicht anschauen. Okay, Angriff von G-Force. Schaut mal her, Leute. Schaut mal her. So viele Abwehranlagen rund um den Kern. So viele Boom-Minen hier. So viele Schockminen und ganz normale Minen. Müssen alle geräumt werden. Okay, Truppen wurden schon gelandet. Und jetzt schreibt mal in die Kommentare, wo würdet ihr bei dieser Base landen? Würde mich mal interessieren, wie ihr das machen würdet. Wir haben uns dazu entschieden, na gut, seht ihr eh gleich. Ich sag mal, von Manticore ist es wirklich noch eine einfache Base. Es gibt auch noch viel schwierigere, wo dann oben ganz, ganz viele Raketenwerfer sind. Da muss man dann vielleicht noch eine andere Taktik fahren. Auch wenn Schildgeneratoren dabei sind. Aber hier, ganz entspannt, hier ist es halt sehr, sehr wichtig, dass das Timing von den ganzen Schocks passt. Hier müssen sehr viele Schocks genutzt werden und Kritter zur Ablenkung natürlich, ganz klar. Okay, wir zoomen mal rein, so dass wir möglichst alle Schocks sehen. Okay, jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend. Die Schocks kamen, sehr gut. Kritter auch zur Ablenkung. Und wie man sieht, Held wurde gezündet. Und direkt der Kern geboomt hier. Und jetzt schlagen die ganzen Raketenwerfer Salven ein. Und die Flammenwerfer brutzeln die letzten Zookas weg. Aber sehr, sehr starker Angriff. Macht's erstmal nach. Wow. Richtig gut. Okay, G-Force, klasse. Wir kommen zum nächsten. Das Nichts hat angegriffen. Mal schauen, was das Nichts geschafft hat. Hoffentlich mehr als nichts.
Sugas. Wild gelandet hier. Sehr wilde Landung. Aber macht nichts. Jetzt schön gesammelt. Direkt zum Kern. Wenn der Laufweg einmal passt, dann kann man den natürlich weiter nutzen. Ganz entspannt. Ritter, Schocks. Und, der Flammenwerfer wurde nicht getroffen. Sehr schade. Und der Flair auf den Kern kam auch nicht rechtzeitig. Aber zum Schluss nochmal ein Bombardement auf den Kern. Das hat sich doch gelohnt. Sehr schön. Gut, weiter geht's. Killer hat Manticore zerstört, steht hier. Schauen wir mal rein. Ui, habt das gesehen? Nur zwei Sugas sind übrig geblieben. Wow, nicht schlecht. Schauen wir mal rein. Auch hier alle Sugas auf einmal gelandet. Unten am Strand direkt sammeln. Und wieder der gleiche Weg. Perfekt. So ist das doch gut. Schauen wir mal. Genau, die rennen ja richtig, die Sugas hier. Klasse. Sind richtig sportlich unterwegs. Okay, und Schocks kamen, aber die Kritter viel zu spät. Schade, aber perfekt. Wow. Klasse. Kern ist down. Nur zwei Sugas sind übrig geblieben. Die stehen hier zwischen Kanone und Flammenwerfer. Plus Held natürlich. Held ist auch noch da. Sehr gut. Okay. Wir wollen uns noch etwas ansehen. Mal schauen. Haben wir einen Angriff von der Juliane? Diesmal gar nicht. Schade. Hätte ich gerne gezeigt. Okay. Macht gar nichts. Dann beim nächsten Mal. Wir schauen uns noch Centaur an. Nemesis hat ein Kriegerrush gemacht. Gut, das hier ist Centaur. Die Base habe ich bei... Was war's? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war nicht Sackgasse, sondern zwei davor, denke ich. Da habe ich sie solo zerlegt. Mal einen Angriff gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der auf YouTube zu sehen ist. Müsste ich mal nachschauen. War auf jeden Fall ein ganz starker Angriff. Okay, bei diesem Angriff hier von Nemesis ist jetzt sehr wichtig, dass die Raketenwerfer, die in der Reichweite von dem Kern sind, dass die zerstört werden, ist ganz wichtig. Weil anschließend sollen ja Suka-Angriffe gemacht werden. Und da dürfen natürlich keine Flächenschaden mehr da sein, die die Sukas schaden. Okay, hier geht's jetzt weiter. Der Schock kam gerade rechtzeitig. Hier auch mal ganz stark der Dr. Kelvin im Einsatz. Sehr schön, man sieht richtig, wie er hier funktioniert. Er heilt anscheinend die ganzen Krieger wieder. Okay. Und die Maschinengewehre können auch gar nichts machen, wenn die Krieger ganz nah dran sind. Aber dadurch, dass zwei da sind und Flammenwerfer, schon sehr stark. Da sind die Krieger auch dann begrenzt in ihrer Tätigkeit. Okay, wo ist der nächste Centaur-Angriff? Hier von Peace. Schauen wir direkt mal rein. Also der erste Angriff, top gewesen. Hat wirklich Ziel erreicht. Die ganzen Raketenwerfer, die in Turmreichweite sind, zerstört. Und jetzt wollen wir mal sehen, was hat Peace gemacht. Ein Only-Suka-Angriff, das ist klar. Sergeant Briggs auch genutzt. Das macht bei Only-Suka natürlich Sinn. Sehr gut. Okay. Flair ganz nach oben. Gerade so. Der Rauch ist fast ausgelaufen. Und jetzt... ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Der Flammenwerfer, also der Hotpot hier, ist schon heftig. Die Feuertonne meine ich natürlich. Okay, wie geht's weiter? Schock und Kritter zur Ablenkung. Dann werden die Maschinengewehre herausgenommen. Schock auf Boomkanonen und Schützenturm. Und die Sugas schießen sich den Weg frei. So wollen wir das doch sehen. Das gefällt uns. Klasse. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Kern fällt. Dieser Raketenwerfer ist auch nicht in Reichweite, von daher perfekt. Aber was ist mit dem Raketenwerfer hier?
Was ist mit dem? Okay, der hat jetzt auch ausgedient. Hat keine Chance mehr. Wir drehen mal schneller. Das Schild ist wieder sehr hart gewesen hier. 4, 8 Schildgeneratoren. Okay. Aber die Sukas schaffen das natürlich. Gar keine Frage. Mit dem Safe-Spot hier. Perfekt. Sehr schön, Leute. Das war doch mal wieder eine sehr schöne Operation. Wir schauen mal, wie voll unser Einsatzkommando ist. Eventuell ist ja Platz für ein oder zwei von euch. Einer würde reinkommen können. Schaut mal bei uns vorbei. Strandläufer heißen wir. Wenn euch das Video gefallen hat, wichtig, Bewertung da lassen. Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Ein Abo wäre auch sehr, sehr nice. Und dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.